So, komm. Na los. Ach, du Scheiße. Oh nee. Ha. Okay, Steinverwandlung. What the fuck? Du wirst beeindrucken. Diese Wildebeste ist urplötzlich zu Stein erstarrt. Das Ultra-Bitter-Spray scheint eine Nebenwirkung zu haben, die Bestien erstarren lässt. Cool. Ja. Ja, geil. Nochmal. Aha. Okay, es wird gerade meine Pikmin vernichten. Es hat auch Pikmin vernichtet, das ist gemein. Alle drauf, aufs Gesicht. Mitten in die Schnauze. Nein, nein, wie viele sind da drauf gegangen? Ah, eine Zunge. Ich habe kein Spray mehr. Boah. Das Vieh sieht sehr nach dem letzten Endgegner des ersten Spiels aus. Okay. Mit... Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen bittere Essenz sammeln. Das ist sehr sinnvoll. Mein Bericht gibt an, dass der riesige Käfer ein Objekt ausgespuckt hat. Zwar sieht es faszinierend aus, doch ist es von den Körpersäften der Kreatur durchdrängt. Wie abscheulich. Ja, du sagst es. Punkt, 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 Punkt. Oh, machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich lagere es ja schon für Sie ein. Okay, also in hier haben wir relativ viele Pikmin gelassen. So. Und da geht's dann weiter. Gut. Und wie viel bringt das Vieh? Ich glaube wieder nur 10. Ah, das bringt mehr. 100. Geprägte Courage. Yay. Ein Kampfanzug. Dieses Material verfügt über verblüffende Eigenschaften. Ich werde versuchen, es mit diesem Ersatzraumanzug zu fusionieren. Verarbeitung abgeschlossen. Erfolg! Bewundern Sie meine neueste Erfindung, den Flammenschutz. Ah ja, also wir haben wieder einen Boss besiegt. Also den letzten Gegner in einem bestimmten... in einer Höhle und kriegen dafür irgendwas Tolles für uns selber. Wie den Schlafsack letztes Mal. Glaube ich. Was letztes Mal? Dank der jetzt beständigen Legierung ist dieser Anzug nun durch Feuer impenetrabel. Also unangreifbar, mehr oder weniger. Und das heißt, wir dürften Feuer jetzt widerstehen? Ich denke schon. Oh, Wasser? Ich hoffe, ich brauche das nicht. Also ich brauche keine blauen. Da stand kein Wasser. In der Höhlenbeschreibung stand kein Wasser. Das habe ich so nicht gekauft. Okay. Schauen wir mal. Hey, da ist Feuer. Probieren wir es mal aus. Burn. Burn me. Ha, geht nicht. Okay, hier ist noch ein Standbild. Die könnten das hier rüber transportieren. Okay, ich brauche... alle verbliebenen Roten. Mal schauen, wie viele das sind. Nicht so viele. Doch, alle 10. Ha! Hat er nur weiße, gelbe und lila angefressen. Toll. Erstmal alle hoch. Vielleicht reichen 10 ja, um sie zu tragen. Das wäre sehr gut. So, nein. Hoch da. Dui. Das ist gar nicht so leicht. So, ich denke mal 10 reichen. Das sieht nicht so schwer aus. Na gut, muss ich werfen. Ha, 10. Na, wer ist der Meister? Ja, ich bin der Meister. Jetzt nicht in der Mitte runter. Gut. Ich dachte schon, die wollten durchs Wasser. Das wäre es ja gewesen. Ja, alle Pigmenten tot. Toll. Okay, die können das jetzt noch zurückbringen. Und dort ging's raus? Ja, da geht's raus. Okay, also wir sind feuerimmun geworden. Das ist doch durchaus hilfreich. Vor allem später bei diesen Feuerspuckern. Bei den Rüsseltieren. Ich
weiß gar nicht, ob es davon noch so viele gibt, aber ich denke schon. Helf denen mal. Kann man nicht mehr angucken. So. Ich finde es gut, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen ansteigt, aber obwohl es wahrscheinlich nur sehr viel schwieriger geworden ist, weil ich am Anfang so viele verloren habe an den einen. Weil ich nicht aufgepasst habe. Naja, passiert. So, letzter Schatz hier drin. Was soll das sein? Götzenstatue. Fingerhut, was auch immer. 250. Gyroidenbüste. Sehr cool. 240. Okay, das war's. Ja. Okay. Und hoch. Wir wollen fliehen. Flucht! Die Flucht nach vorne, nach oben. Und... Wow. 1352, 112, ja, und 38 verloren, ups. Sorry. Und 10 von 10, schätzen. Und 112 sogar durch die Gegner, Wahnsinn. Ja, wir speichern. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wieder im Wald. Naja, aber der Tag ist ja sowieso schon fast zu Ende. Oh, und das blaue Ding ist mitgekommen. Cool. Und jetzt kommt schon Beeilung, Beeilung. Nein, ich will keinen werfen. Ich soll da rein. Okay, ich habe noch 160 rote, das ist sehr beruhigend. Hm, 46 gelbe, na gut, das ist schon okay. Weiße und 25 lila, das ist schon okay. So, jetzt schnappe ich mir noch mal ein paar blaue, um noch die letzte Zeit auszunutzen und die Blumen hier zu pflücken und hier die Gegner zu pflücken. Ja. Na, kommt schon. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Acht. Sieben. Ja, okay, das reicht dann auch. Na, ich will pflücken. Drei. Zwei. Eins. Na, kommt noch schnell ein bisschen pflücken. Null. Okay. Und die blauen kommen wieder mit rein. Doch ein recht erfolgreicher Tag. Also ich muss nur noch ein einziges Mal hierher. Mit blauen und weißen. Dann sollte hier nichts mehr sein. Und das können wir ja dann gleich beim nächsten Mal machen. Und keinen vergessen? Nö. Na gut, den blauen Spross, aber der kommt ja trotzdem mit. Beziehungsweise er bleibt hier. Oder kommt er mit? Ich weiß es nicht mehr. Tagesbericht. Ja, viele Freunde sind im Kampf gefallen. 4897. Ein Pigment mehr, ein rotes. Gelbe weniger und den Rest alles mehr. Oh ja. Z. Heute 38 im Kampf verloren. Okay. Gut, dass wir keine durch Explosion verloren haben. Da bin ich schon froh drüber. Ich habe gerade einen Anruf vom Kreditgeber erhalten. Der hat vielleicht eine gruselige Stimme. Mein Leben hängt an einem Faden. An die Arbeit, ihr Faulpelze. Und speichern. Das war Tag 6. Und wir haben fast die Hälfte schon an Zeug. Na gut, beim nächsten Mal wird es wohl nicht so viel, wenn ich hier den Rest mache. Oh, wenn ich da auf die Übersicht gucke, denke ich mal, gibt es eine neue Höhle noch. Wenn wir da rüberkommen mit den blauen und den weißen. Na, sehr gut.
Ah, die wird sicherlich schwierig. Okay, wir haben erstmal einen neuen Boss. Fürst Knollenauge. Hieß nicht auch so der Endboss von Pikmin 1? Der sah doch genauso aus, nur in groß. Also, noch größer. Ich denke schon. Olimos Notiz, guck mal. Königspunktkäfer. Gemeinfürst im Knollenauge. Oculus Supremus Familie. Glubschkäfer. Das größte Mitglied der Familie. Der Glubschkäfer findet man üblicherweise im Erdreich vergraben. Nur seine Stierungen sind dabei sichtbar. Diese Tarnung erlaubt es dem Jäger, kleinere Kreaturen zu überraschen und sie mit seiner langen, klebrigen Zunge zu fangen. Die dicke Außenhaut und der gewinkelte Rücken verleiht der Kreatur eine gewisse felsähnliche Charakteristik. Während der Regenzeit wächst Moos auf dem Buckel. Dadurch ist es nahezu unmöglich, diesen Jäger von einem Stein zu unterscheiden. Und da sind wieder die Augen. Okay. Dann orangefarbener Punktkäfer. Verlorene Pikmin 22. Orangefarbener Zwergpunktkäfer. Oh, das sind aber viele. Pik-Pik-Karotten. Rüssel Dekomposes? Sehr komisch. Psychiflux. Ach, der Goldene. Der hat uns ein Item gegeben. Anodenkäfer. Gibt's auch einen Kathodenkäfer? Ich weiß es nicht. Och, Karlock, der war gemein. Der ist einfach so gekommen. Purpur Königsblume. Da können wir mal. Können wir mal die Notizen lesen. Flora Rufunsia Familie, Königsblumen. Egal welche Farbe das Pigment hat, das in diese Blume geworfen wird, sie spuckt die gleiche Anzahl an roten Pigmenten wieder aus. Die Pigment, die Königinblume und die Pigmentzwiebeln lassen sich nicht leicht durch aktuelle Theorien der xenobotanischen Wissenschaft erklären. Daher liegen auch noch keine ausführlichen Studien und Klassifizierungen vor. Also wir wissen nicht, was wir da haben. Okay, gut, das war's mit der Piklopädie. Gut, nächste Mal geht's dann weiter mit Tag 7 im Wald des Erwachens. Dann machen wir den dann zu Ende. Beenden ihn. Wir machen ihn nicht zu Ende, wir beenden ihn. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!